Hallo ihr Lieben, wir sind zurück mit Ghost Watchers. Es gab ja viele neue Updates, richtig große, schöne. Und daher will ich wieder ins Spiel reinspringen und es mal ausprobieren, weil ich mag das Spiel wirklich sehr. Leider vernachlässige ich es ein bisschen. Deswegen möchte ich es vermehrt wieder spielen. So, wir fangen an. Neues Spiel. Wie ihr hier seht, können wir hier auch Modifikationen einstellen. Sammlung von Ektoplasma, Vernunft und das Pentagramm. Aber ich möchte erstmal ganz normal wieder anfangen, damit ich überhaupt wieder ins Spiel reinkomme. So, privates Spiel. Und wir starten mit dem kleinen verlassenen Haus. Es gibt ja auch mittlerweile neue Karten. Ja, die Stadtschule, die ist ja alt. Die Polizeistation, die Kirche, die ist ja bei dem vorherigen Update rausgekommen. Berghütte ist jetzt ganz neu mit dem Winter-Update rausgekommen. Osteuropa-Haus. Und zufällig, da lässt man sich überraschen. Und es hier, achso, das ist die Trainingsbasis. Und es gibt auch neue Geister. So, wir starten. Ich hoffe, ich habe jetzt auf leicht. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. So. Wenn ich jetzt mal hier reingehe, Effekte, nee, das ist es nicht. Das war mit Tab, genau. Tab. Die Geister. Ja, der Babadook, der ist neu. Ab welchem Level geht der? Ab Level 19. Ist das die 19? Das ist so klein, ja. So, Dunkelheit, das war alt. Dämon ist alt. Traumverschlinger, der ist neu. Ertrunken ist alt. Gehängte, den kennen wir auch. Angshi. Krampus. Krampus, nicht Karampus, der ist auch neu. Die Nonne. Überall muss eine Nonne sein. Aber ich liebe die Nonne total. Der Poltergeist, der ist auch ein Bekannter. Die Marionette kennen wir auch schon, den Vampir auch. So, Forschung. Hat sich da irgendwas groß getan? Nö, das ist so, wie es ist. Na, wir starten. Wir brauchen. Wie war das? Wie haben wir das immer gemacht? Wir haben hier erstmal einen kleinen Schutz. Eine Taschenlampe. Und die regulären Utensilien, die wir einfach auf den Boden erstmal klatschen. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Zack, zack. Licht an. Ja, genau. Wir sind im Spiel. Ich lasse alles fallen. Wo habe ich es jetzt hingeschmissen? Jetzt ist er weg. Ist er das? Ja. Ah, gerade nochmal. Ah, ja, immer die falsche Taste. Wir sind im Spiel drin. So, was ist das? Daten hochladen. Keine Ahnung. Da würde man mal noch gucken. Das ist nämlich auch was Neues. So, das Skija-Brett. Und hier mal gucken, ob er uns eine Notiz hinterlässt. Der liebe Geist. Zack. Zack. Das Radio nehmen wir auch gleich mit. Bam, 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 wo bist du? Das war das Ding, genau. Und das nehmen wir auch gleich mit. Und dann gucken wir auch auf unsere tolle Tafel. So geht's auch. Das kann ich gar nicht runterschmeißen. So kann ich. Mit der anderen Maustaste. So, was steht hier? Wir nehmen auch gleich einen Schutz mit. Wir brauchen, identifizieren Sie den Geist beim ersten Mal richtig. Das Gespenst irritieren, bringen Sie den verfluchten Spiegel in den Truck und alle Kerzen im Haus anzünden. Ist das schön? Das nehmen wir mal auch gleich mit. Und das Kruzifix. Ich mag das Kruzifix. Oh, die Räucherstäbchen. Halt! Wir brauchen, wie heißt das? Feuerzeug. Wir müssen die Kerzen anzünden. Feuerzeug. Mit Ö. Auf geht's. Mal gespannt, was für ein Geist wir. Ah, wieder. War das schon oder was? Sei mal schon durchgerast. Ah, ja, klar. Oha, der fängt aber früh an. War da nicht immer eine Kerze? Haben Sie die Kerzen ein bisschen umgestellt? Oder habe ich es vergessen einfach? Da war doch ein Lichtschalter. Hier ist er. Jepa. Erstmal überall hier unten Kerzen anmachen. Hier war doch auch irgendwo eine. Wo ist da der Lichtschalter? Da war auf der anderen Seite. Haben die das dunkler gemacht, oder? Warte mal.
Wir kommen mal von der Seite, so. Wo ist der Lichtschalter hier? Ich hab's vergessen. Wohnzimmer hier irgendwo. Wir finden nicht. Nehmen wir mal die Taschenlampe. Da war doch früher immer ein Tisch. Die haben den Tisch entfernt. Die haben den. Da ist der Lichtschalter. Die haben den Tisch tatsächlich entfernt. So, da war doch auch immer eine Kerze, oder? Ah. So, jetzt gehen wir mal hoch. Zack, schon hat er mich. Naja, zumindest bringt er mich hoch. Erstmal schauen, wo ich mich befinde im Schlafzimmer. Licht an, Licht on, please. Aber da irgendwo eine Kerze. Kann es sein, dass ich auch langsamer laufe? Haben die das auch abgeändert? Oder kommt mir das nur so vor? Da ist auch eine Kerze. Im Flur, das ist neu, oder? Kommt mir gerade ein bisschen so vor, als ob ich das erste Mal spiele. Deswegen ist ganz gut, dass ich erstmal klein anfange. Da ist der Spiegel, den nehme ich nachher mit. Und der leuchtet gar nicht mehr. Ich habe jetzt nicht so richtig geguckt nach einer Kerze. Da ist keine Kerze. Ist hier eine Kerze? Nee. So, was haben wir hier drin? Hier war doch sonst auch immer eine, oder? Täusche ich mich da? Da ist keine. Licht an. Ah, falsche Taste. Irgendwo habe ich eine Kerze vergessen. Irgendwo ist eine Kerze, die ich nicht angemacht habe. Licht an. Oh, no, 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 no. So viel Zeug steht hier rum, überall. Da oben war doch nur so ein kleines Bad, genau. Da war doch sonst auch immer eine. Da ist der Teddy. Licht an. Zack. Aber da ist keine Kerze. Ja? Oh, ist eine Kerze, Kerze, Kerze. Irgendwo habe ich eine vergessen. Ich gehe mal runter. Was? Seit wann Bagdad? Da habe ich eine an. Da hinten ist auch ein. Das ist aber auch neu. Floating. Floating Things. In den Keller will ich eigentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass die da eine Kerze reingetan haben. Oh, da ist eine. Jetzt habe ich alle Kerzen. Okay. Das haben wir schon einmal. Kann man das Feuerzeug wegschmeißen. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Spuren irgendwas finden. Hier ist nichts. Dann machen wir gleich wieder das Licht leer an. Eigentlich müsste es auch so mit Licht sichtbar sein. Das ist aber ganz schön. Ah, da! Blut. Fußspur! Wir haben eine Fußspur. Ich gehe mal ganz kurz zurück. So, das kann weg. Also, Fußspur. Keine Spur. Blutfleck. Fußabdruck. Oh, das können wir nicht. Also, Janji, das Kind oder der Poltergeist? Okay. So, jetzt den Spiegel. Wir holen den Spiegel, der war oben irgendwo. Spiegel, ein Spiegel, ein an der Wand. Sag mir, wer ist der Geist in diesem Land? Wo war der Spiegel? In einem anderen Raum. Floating, floating. Da ist das Bad, da war es nicht. Wo habe ich denn den Spiegel gesehen? Hallo, hallo. Where are you now? Im Bad. Nee, im Bad. Doch, hier war. Boah, ich habe halt voll Respekt.
Oh, ich habe Gänsehaut. Schnell, schnell, schnell runter. Wir wollen das Geld einkassieren. Oh, wieso ruckelt das dann so? Das kenne ich gar nicht von dem Game. Ist egal, ich spiele das jetzt durch. So, Gespenst irritieren. Wenn ich wüsste, wie es irritieren könnte. Wir nehmen hier dieses. Wie hieß denn das nochmal? Nee, das ist die Taschenlampe. Hier. Das ist. Partikelzähler. Das ist Partikelzähler. So nennt das Ding sich. Oh. Dann haben wir hier eine Entführung. Eine Entführung. So, wir gehen wieder runter. So. Das Voodoo-Brett bewegt sich nämlich von rechts nach links. Die Voodoo-Puppe, die macht gar nichts. Rechts nach links. Das trage ich ganz schnell mal ein. Kija-Brett. Voodoo-Puppe, sage ich. Kija-Brett. Der Anzeiger bewegt sich von einer Ecke in die andere. Notizblock. Habe ich. Die Puppe geht hoch und runter. Und wir haben hier. Oh, der Geist ist hinter mir her. Das sieht creepy aus. So, Voodoo-Puppe, wo bist du? Der ist ganz schön aggressiv. Voodoo-Puppe, wirf, Voodoo, erhebe ihr. Ruhig, ruhig ist der gar nicht. Rundfunkempfänger weiß ich noch nicht. So, Notizblock, was haben wir da? Kritzeleien, Schädel, nein. Menschlich, menschlich. Wir haben einen Poltergeist. So, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ob das Alter. Was kann der Poltergeist? Was steht da? Der Poltergeist. Alter, wieso noch nicht Stimmung? Das Ding ist kaputt. Egoplasma reagiert auf das Werkzeug. Was ist das Werkzeug? Schützt und verärgert. Also, das Kreuz bringt mir gar nichts. Das kann ich, glaube ich, gleich mal wegschmeißen. Genau, schützt nicht, siehst du? Wir brauchen nämlich die Räucherstäbchen. Ja, das kann auch weg. Batsch. So, Partikelzähler. Wir gehen zum Partikelzähler. Zeigt er uns was an? Wir machen ja schon mal das Licht leer. So. Partikelzähler zeigt noch gar nichts an. Was brauchen wir noch denn? Warte mal kurz. Ich möchte meine Räucherstäbchen hier nicht aufbrauchen. Lalala. Partikelzähler, genau. Und Rundfunkempfänger. Ich brauche hier aber einen Schutz. Ich hole mir das Ding hier. Ich hoffe nicht, dass ich das nachher brauche. Weil das ist teuer. Ich will nicht so viel Geld ausgeben. So, zack. Ghost, talk to me. Say something. Who are you? Where are you? How old are you? Talk to me. Mal zwei. Da habe ich nur zwei. Oh, da steht auch halt, gell? Drei. Drei. Okay, wir lassen die drei. Wir lassen die drei stehen. Wo ist das? Elektrisch-magnetisches. Drei. Das hätte man eigentlich gar nicht gebraucht. Wir brauchen aber jedoch hier den Partikelzähler. Der ist wichtig. Rundumempfänger ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich muss Licht anmachen. Macht mir ständig das Licht aus. Na, danke schön auch. Lass mir das Licht an. So, ich gehe raus. Ich möchte nicht, dass du mich kriegst. Haben wir da was? Ja, 100 bis 500. So, Partikelzähler. Dann haben wir ja hier auch schon alles. So, Materialisierung, materialisiere den Geist. Wie mache ich das? Wie mache ich das?
Wie materialisiere ich den Geist? Oh! Pentagramm. Spiele, warte mal kurz. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Schwierigkeitsgrad, Registerkarte, Spielanleitung. Ist das das mit diesem komischen Drops da, was ich da einfangen muss? Ich dachte, das macht man nur, wenn man es auswählt. Lass mich in Ruhe, Geist. Da war halt wieder, gell? Wie mache ich denn das? Wie funktioniert das mit dem Geist materialisieren? Was ist das? Das ist ein Fußabdruck? Muss ich diese komischen Drops da sammeln? Wie materialisiere ich? Ich gehe mal ganz kurz zurück. Was muss ich denn hier machen? Daten hoch. Kann ich da überhaupt was so hochladen? Ah, eh. Der Poltergeist durchschnittlich ruhig. Habe ich ihn jetzt materialisiert? Ja, ich habe ihn materialisiert. Okay, so funktioniert das. Ah, okay. So, das Gespenst irritieren. Und wie irritiere, schützt und verärgert. Das ist leicht. I need salt. Zack. Salt, salt, salt. Das ist das normale Salz. Das ist heiliges Salz. Das ist Salz. Wir irritieren dich erst einmal ein bisschen. Weil ich möchte das Geld mitnehmen. Hello, wo bist du, mein Darling? Ein süßer Poltergeist. Licht an. Wieso machst du mir überhaupt jedes Mal das Licht aus? Da war doch vorher ein Tisch, nicht wahr? Ist ja jetzt auch egal. Zeigt er sich jetzt richtig? Oder ist er jetzt nur so eine schattenhafte Gestalt? Eigentlich darf er mir nichts antun. Genau. Der darf mir nichts antun. Habe ich ihn jetzt irritiert? Ich muss nur ganz kurz gucken gehen. Nee. Wie irritiere ich den Geist? Ha. Schützt. Wie irritiere. Irritiere. Werkzeuge. Da ist eine Lampe. Mache ich das mit dieser komischen Fackel dann? Ah, die ist mir ein. Was ist das? Kamera, Videokamera. Kruzifix, Räucher, Weihwasser. Es ist ein bisschen zu heikel, weil. Doch, schützt hier. Ich kann es ja mal probieren. Oder mache ich das mit dem Ding hier? Nee, da ist auch nichts. Schützt. Ah, doch, hier. Und wie nehme ich. Habe ich so volle Hände, ja. Ah, ich schmeiß mal ganz kurz die Taschenlampe weg. Wie funktioniert hier dieses Ding? Oh, ich bin so lange heute raus. Taschenlampe, Thermometer, Rundfunk, UV, Feuerzeug, Voodoo, Partikelkamera, Kamera, Videokamera, Kamera. Oh, so viele Kameras sind hier, Weihwasser. Christus, Gefahrendetektor, Salz, Feuer, Heiligplasma, ah, Feuer, Bombe, Bombe. Vernichtendes Licht, Bewegungssensor, Falle für das Gespenst. Achso, das ist das Ding. Beleuchtungssystem. So, ritueller Dolch. Hier, dies ist ein unterstützender Gegenstand. Wirf den Ritualdolch auf den Boden und der Geist wird irritiert. Na, dann machen wir das. Irritieren wir unseren kleinen Poltergeist. Ob das so geklappt hat? Ich muss erstmal Licht anmachen. Macht der Ding niemals nicht aus. Ich glaube nicht, dass das geklappt hat, wenn ich das einfach so auf den Boden werfe. Siehst du? Der braucht aber lang. Nee, wie funktioniert denn das? Ah, so. So, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Mit der linken Maustaste. Jetzt muss es geklappt haben, genau.
Cool. So haben wir zumindest ein bisschen mehr Geld. Und werfen tue ich mit. Ich werfe bestimmt gleich falsch. Mit rechts oder mit links? Mit was werfe ich? I don't know. Das wird lustig. Mal, hat der das Licht jetzt angemacht? Klar. Wo bist du? So, dich habe ich. Also mit links werfe ich. Ah, was ist das nächste? Salzvernichtendes Licht. Tja, das haben wir aufgebraucht. Das müssen wir jetzt kaufen. Schmeckt mir gerade gar nicht, aber ich kann es nicht ändern. Oder vernichtendes Licht. Vernichtendes hier, das ist das. Oh, 300. Ah, oh, hätte es mal lieber nicht gekauft. Ich kann es nicht ändern. 300 ist schon teuer. Nach dem vernichtenden Licht kommt alle Türen im Haus öffnen. Ich habe doch alle Türen auf, oder? Nee, die Kellertür ist zu. Die habe ich noch nicht aufgemacht. Die ist nämlich noch verschlossen. Und ich habe keine Taschenlampe mit. Ich glaube, ich sollte mal eine Taschenlampe mitnehmen. Ich brauche auch gleich neues Räucherstäbchen. So, Taschenlampe. Erstmal eine Taschenlampe. Zack, dass ich überhaupt was sehe hier. Da macht mir alle Lichter nämlich aus. So, alle Türen sind auf. Was ist das nächste? Wir sparen unser Räucherstäbchen. Alle Türen auf. Die Voodoo-Puppe ins Haus bringen, die ist doch schon im Haus. Da bringe ich sie halt nochmal rein. Wo ist da? Da ist sie. Wir gehen aus dem Haus raus. Jetzt ist sie drin. Das wird leicht. So, und jetzt das Gespenst fangen. Zack. Wo bist du jetzt? Traut es sich nicht hierher? Lieber Poltergeist, wo bist du? Jetzt hast du Angst vor mir, gell? Dein Ende naht, du kommst zu mir. Die armen Dielen hier. Oh, wo bist du? Zeig dich. Mal Lichter an. Das ist kaputt. Das hat er schon kaputt gemacht. Jetzt traut er sich echt nicht mehr zu mir. Wasserhahn hat er aufgedreht. Das war die arme Wasserrechnung. Das ist ja zu. Kostet zu viel Geld. Wo bist du? Bist du oben? Boah, ich sehe hier gar nichts. Ein bisschen Schutz brauche ich schon. Hier war doch auch. Oh, das war klasse geschmissen. Okay. Naja, das war ja ganz easy. 250 Münzen. Ich hätte aber 300 mehr haben können. Hätte Fahrradkette, das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Das ist egal. So, ruhig, das haben wir alles. Weiter geht's. 2190, ne? Zurück ins Hauptmenü, bitte. Ich möchte gern mal aber eine der neuen Karten angucken. Kirche mit dem Galgen da. Ich probiere die Berghütte, die interessiert mich gerade. Aber normale Schwierigkeitsgrad. Und die Dinger hier lasse ich auch erstmal aus. Ich schaue mir mal die Hütte an. So.
Taschenlampe, Wooden Bread, Wooden Puppe. Hier schneit. So, auf geht's. Schön verschneit. Aber es ruckelt. Ja. Muss ich ein andermal dann gucken, woran es liegt. Im Moment geht's ja eigentlich noch. So, Lichtschalter. So, schmeiße mal die Voodoo-Puppe hin und das Brettle. Richtig schön. Herrlich sieht's aus. So, die Kritzeleien. Dann brauchen wir EMF. Ich glaube, EMF geht nur, wenn man es in der Hand hält. Haben die das. Boah, fängt ja gut an. Und wo bringst du mich jetzt hin? Ich kenne mich hier nämlich noch nicht aus. Wo bin ich denn hier? Da war doch irgendwo die Treppe, gell? Das war ein komisches Geräusch. Oh, achso, hier. Ich laufe natürlich an der Treppe vorbei. Ich nehme gleich mal einen Schutz mit. Kruzifix als erstes. Wo kommen wir mal? Wo ist es? Hier. Und das Radio. Jetzt habe ich schon zu viel, gell? Ja, ich wollte noch den Partikelzähler nämlich. Zack. Partikelzähler und hier dieses Licht da. Clean Schutz mitnehmen. Will mir das Haus hier schon angucken. Und den Partikelzähler gleich. Muss das Auto so weit weg sein? Zack. Scheint doch größer zu sein, das Haus, ha? Ich kann gleich die UV-Lampe mitnehmen, guck, ob ich was sehe. Muss ich nicht nochmal durchs ganze Haus vielleicht rennen. Und gleich auf die Tafel schauen. Warte mal. Machen Sie ein Foto von schwebenden Objekten. Machen Sie ein Foto von einem Geisterangriff. Das Gespenst auf Video aufnehmen. Den verfluchten Spiegel nutzen. Oh, du willst aber viel von mir. Jetzt nehme ich doch das mit. Ich bin jetzt schon voll. So. Schwebende Objekte. Ob ich da jetzt gleich was finde? Ah, okay. Hier ist noch ein Ausgang. Und die Tür ist zu? Oh, ne. Oh, das Haus ist gruselig. Da schneit's rein. Ja, das Fenster ist auf. Nächstes Mal Fenster zu, bitte. Es wird kalt. Erstmal mal das Häusliche ein bisschen kennenlernen. Hier ist die Küche. Da ist nur ein Fenster hier. Esszimmer. Ah! Oh, bin ich doof! Okay. Das haben wir. Ich bin gut in Gegenstände wegschmeißen. Lichtschalter, Lichtschalter, hier. Hier ist noch ein Raum. Da war ich ja vorhin drin, gell? Sie hat einen Lichtschalter. Ein Raum ohne Lichtschalter. Da ist er. Mach mir halt gleich den Lichtschalter aus. Du Stinkerchen, du. Tot bin ich. Das Geld habe ich zumindest mitgenommen. Was soll's? Egal. Nee, gar nichts habe ich mitgenommen, weil ich gestorben bin. Pech. Eins machen wir noch. Ich will das Häusle mal an. Ah, oh, jetzt bin ich komplett raus. Neues Spiel Berghütte. Wir machen nochmal die Berghütte. So. Eins.
zwei, drei. Mehr geht ja nicht. Ein Schneemann. Ach, ist das süß. Wo war denn der Lichtschalter auf der Seite? Taschenlampe nehme ich jetzt nicht gleich mit, sonst renne ich noch x-tausend Mal. So kann ich gleich mehrere Sachen tragen. So, eins, zwei, drei. Ich werde bestimmt nicht gleich hier wieder angegriffen, wenn habe ich Pech. So, eins, zwei, drei. Und zurück. Das war natürlich blöd. Bestimmt, wenn ich sterbe, gehe ich ja mit Null raus. Den verfluchten Spiegel nutzen, den Gespenst, das Gespenst irritieren. Bringen Sie den verfluchten Spiegel in den Truck, das Foto von den Spuren des Gespenstes machen. Okay, dann irritieren wir mal. Dann brauche ich noch das hier. Meine Taschenlampe. Jetzt habe ich schon wieder drei Sachen. So, irritiert ist er. So, einen Schutz sollte ich mitnehmen. Bringen Sie ein Foto von Spuren. Da muss ich erstmal die Spuren finden. Dann gehen wir mal auf Spurensuche. Und da ist schon was. Und ich bin auch gleich wieder weg. Ai. In einem anderen Raum. Licht erstmal an. Damit ich rausfinde. Zumindest bin ich gleich da. Das ist schön. Da war das. So, Quatsch. Und jetzt holen wir Fotoapparat und machen ein Bild davon, von den Spuren. So. Ich mache das Licht aus, damit man es besser sieht. Oh. Nö, da nimmt es nicht an. Keine Ahnung. Hat es nicht angenommen, gell? Andere Spuren kenne ich aber nicht. Das Foto von den Spuren des Gespenstes macht. Ach, egal jetzt. So. Wir haben Fußspuren, Blutflecken, Fußabdruck, Poltergeist, das Kind oder Yangshi. Thermometer müsste man auch noch machen. Notizblock. Ja, nehmen wir mal hier. Thermometer mit. Und ich schmeiße es natürlich wieder weg. Machen wir gleich das Licht an. Andere Seite war der Lichtschalter. Da passiert noch gar nichts. Doch. Drei. Vier. Fünf. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. EMF 5. Okay. Oha. Oha. Wir haben EMF 5. Yangshi. Zumindest wissen wir schon, was für ein Geist wir es zu tun haben. Und das Kruzifix, das hilft uns nicht. Das kann gleich wieder zurück. Zack. Nehmen wir mal das hier. Den Spiegel müssen wir suchen. Zwölf Grad. 3,5 7, 10, so 2 war das niedrigste Grad. Minus, da war Grad Minus. Oh, jetzt habe ich aber Glück gehabt. Minus 9. Wieso steht der wieder da? Minus Grade haben wir gehabt. Okay, dann kann das hier weg. Das haben sie aber auch abgeändert, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat.
Weil das ist wirklich neu. Normalerweise musste man gleich einen Schutz irgendwie was in der Hand haben. So, das haben wir, das haben wir. Notizblock, Partikelzähler, Kieselbrett, Rundfunkempfänger und die Puppe. Wir müssen den Spiegel suchen. Nee, lass mich in Ruhe. Jetzt ist das Ding kaputt. Nee, eins ist noch da. Oh, der steht noch da. Ist er jetzt weg? Ja. Also. Brett geht nach links und rechts. Von einer Ecke in die andere. Also, da haben wir einen Kopf. Kritzelein ist ein Kopf. Oh, der ist aber aktiv. Schädel. Partikelzähler brauchen wir, wurde Puppe. 500 bis 1000. Da kommt er wieder. Boah! 500 bis 1000. Voodoo-Puppe und Rundfunkempfänger. Der ist aber ganz schön aktiv. Ja, danke. Bringst du mir wenigstens so? Kann ich gleich nach dem Spiegel gucken. Huch! Huch! Lichtschalter erstmal. Das war's. Das da unten ist jetzt aufgebraucht. So, Spiegel. Ich muss einen Spiegel suchen. Ich kenne mich hier überhaupt noch nicht aus. Und der Spiegel, der leuchtet nämlich auch nicht mehr so wie früher. Das haben sie nämlich auch abgeändert. Finde ich aber auf der einen Seite gar nicht mal so schlecht. Aber es hat halt aber auch besser gepasst, finde ich. Weil verflucht ist verflucht. Lichtschalter. Ich habe noch zwei Schu zweimal Schutz. Ah. Einmal. Nur noch einmal Schütz. Aber ich finde keinen Lichtschalter und keinen Spiegel. Hier ist ein Lichtschalter. Verborgen. Da ist nichts. Die Lichtschalter sind an einem komischen Ort. Habe ich jetzt hier oben alles durchsucht? Hier ist nur ein Raum. Oder war ich in diesem Shop? Weiß ich gar nicht. Ich finde keinen Spiegel. Komisches Haus. Ja, irgendwie laufe ich im Kreis. Die Tür mache ich mal auf. Oh nö, lass mich doch in Ruhe. Sei doch nicht so fies. Wo bist du? Bist du schon vorbei? Ich hoff's. Licht. Oh, da ist auch noch was. Oh, Keller, Tür zu. Tut. So. Wo kann der Spiegel denn sein? Dahinter ist auch nichts. Ich sehe den Spiegel nicht. Wo auch immer er eventuell ist. Hier haben wir auch noch einen Raum. Lichtschalter an, bitte. Ich finde den Spiegel nicht. Oh, jetzt kommt er schon wieder, oder? Aktives Geistchen. Will spielen. Häuser.
Fenster vorbei. Das Geräusch ist noch da. Was ist das vom Radio? Ich finde es nicht. Ich finde den Spiegel wirklich nett. Hier war ich. Das ist Ausgang, hier war ich nicht drin. Genau. Aber mir fehlt noch irgendwelche Proofs. Hier, die Voodoo-Puppe. Mir fehlt die Voodoo-Puppe. Ich muss mal schauen, ob die überhaupt irgendwas macht. Der Geist macht mal was. Ja, der macht mich wahnsinnig. Der lässt nicht locker. Das ist doch irgendwie so ein Singsang, oder? Wo ist es denn? Warte mal. Hier Rundfunk. Weinen? Nein. Knurren? Nein. Dann habe ich da auch nichts. Ich mache jetzt hier trotzdem nochmal das Licht an. Du. Lass mir mein Licht an. Ghost, talk to me. Say something. How old are you? Cry for me. Sag etwas. Wie alt bist du? Der sagt gar nichts. Der ist schweigend. So, und die Voodoo-Puppe macht auch nichts. Keine. Ah! Oh, oh, oh. Nu, was mache ich nu? Beunruhigt. Weinen. Der weint aber nicht. Ich muss das Ding in die Hand nehmen, glaube ich, gell? Kommt er jetzt nochmal? Ich muss Licht anmachen. Rede mit mir. Ghost, say something. Talk to me. Muss ich einen Knopf drücken? Ich habe das doch extra so gemacht. Kleinen Moment. Steuerung. Einen drucken der Sprachchat. V. Vielleicht muss ich doch V drücken, allerdings. Rede mit mir. Who are you? How old are you? Talk to me. Ja. Talk to me. Wer bist du? Wie alt bist du? Der sagt aber nichts. Da muss ich einfach schätzen. Ich würde eher sagen, dass er nicht aggressiv ist. So. Wir probieren's. Daten hochladen. Oh oh. Okay, dann ist es nicht. Dann ist es hier knurren. Okay, aggressiv. Naja, zumindest wird es einem hier gezeigt. So, was brauchen wir? Kolben mit Wesufasche. Das ist was Neues. Was ist ein Kolben mit Wesufasche? Das kenne ich gar nicht. Hier schauen. Silber, Golden, Vernichtung, Ritual. Was ist denn das? Hier, mit Wesufasche. Und was mache ich mit der? Aber da müsste doch so eine sein, gell? Ja, Kolben mit Wesufasche. Werkzeuge. Wir fangen mal von ganz unten an. Ja, ha. Dies ist ein Schutzartikel. Wirf im Moment des Angriffs eine Flasche mit Asche auf den Geist. Schützt nicht vor bestimmten Arten. Okay, wir müssen das Ding werfen. So, ich mache mir das Licht an, ob es hier passt oder nicht. Ihm passt es nicht. Nirgendwo Lichtschalter. Meiner. Was machst du mit mir? Warst du da gerade? Bist du?
Das ging in die Hose. Ich glaube, ich bin tot. Ich hab daneben getroffen. Ach, herrje. Ich liege da. Ich bin gestorben. Naja, macht ja nichts. Ich wollte das Haus angucken. Beim nächsten Mal schauen wir uns auch nochmal die anderen Maps an. Und dann legen wir richtig los. Weil ich möchte vorwärts kommen. Mir fehlen nämlich noch so viele Geister. Und wie gesagt, es sind ja auch neue Geister dazugekommen. Ganz kurz mal in die Trainingsbasis rein. Da sieht es noch sehr, sehr, sehr leer aus. Obwohl es eines der schönsten Ghost Hunting Games ist, gell? Und ich finde es halt klasse, dass die Devs immer noch neue Sachen hinzufügen und sich wirklich einen Kopf machen. Das finde ich top. Da ist ein Gang, da kommt irgendwann mal dazu. Siehst du, da ist noch eine Treppe. Da kommen bestimmt so weitere Röhren. So viele Plätze noch frei. Eieiei, wir sind aber ganz schön schlechte Ghost Hunter. Müssen wir einen Zahn zulegen, das ist mein Liebling. Die Dunkelheit. Keine Interaktion, was bedeutet das? Vielleicht die Sachen, die man wählen kann. Ich habe zweimal Poltergeist. Einmal. Oh, ich finde es aber cool, dass die das hinzugefügt haben. Einmal den Gehängten. Einmal die Ertrunkene, einmal die Dunkelheit, das stimmt aber noch nicht. Ich habe doch öfters gefangen. Oder ist das erst nach einem Update, fängt es vielleicht an zu zählen? Das kann natürlich sein. Das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall möchte ich meine Sammlung komplett haben. So, ihr Lieben, wir machen hier erst einmal Schluss. Und ich möchte das Spiel nicht mehr so vernachlässigen, weil ich spiele das liebend gerne. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, eure Hysteria. Tschüss.